Nur eine kurze Wegstrecke trennt uns von der letzten Station unserer Reise, der Gauhauptstadt Hannover. Aufnahmen von der Fahrt eines Zuges durch die Arbeiter- und Industriestadt Hannover-Linden. Ankunft im Hauptbahnhof. Aus Hannover ist die filmische Hinterlassenschaft einer fünfköpfigen Familie überliefert, die zwischen 1939 und 1942 zahlreiche Erinnerungsfilme auf 16mm Kodachrom drehte, darunter die einzigen bislang bekannten Farbaufnahmen der hannoverschen Innenstadt vor der Zerstörung. Der Familienvater, der bei den meisten der folgenden Aufnahmen hinter der Kamera stand. Spaziergang im großen Garten von Herrenhausen, der 1936 von der Gauhauptstadt erworben und im Juni 1937 nach Restaurierung und Erneuerung wieder eröffnet wurde. Der Niederdeutsche Rosengarten. In diesen Aufnahmen kommt der barocke Charakter der im 17. Jahrhundert entstandenen Anlage deutlich zur Geltung. Ein Wahrzeichen Hannovers ist das zwischen 1901 und 1913 erbaute Neue Rathaus. Unweit des Neuen Rathauses liegt der unter nationalsozialistischer Ägide angelegte Maschsee, der an Sommertagen zu Sport und Entspannung und zur Einkehr in die Maschsee-Gaststätten einlädt. Wo sich bis 1934 die sogenannte Leinemasch dehnte, entstand innerhalb zweijähriger Bautätigkeit ein künstliches Seebecken mit einer Gesamtausdehnung von 78 Hektar. Die Uferpromenade verströmt ein fast mediterranes Flair. Ein weiteres Wahrzeichen der Stadt, die Marktkirche, hier vom Ballhof aus gesehen. Am hohen Ufer. Beginenturm und Brückenhaus. Klein Venedig an der Leine. Posieren vor dem Leineschloss. Der klassizistische Bau beherbergt Ende der 30er Jahre eine Heeresgedenkstätte mit Exponaten des Vaterländischen Museums. Das Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Opernhaus. Kriegerdenkmal in der Königstraße. Der expressionistische Resebrunnen aus dem Jahr 1925. Im Stadtwald Hannovers, der Eilenriede, findet ein Radrennen statt. Besuch des Hannoverschen Zoos im gleichnamigen Stadtviertel. Im Jahr 1865 auf Privatinitiative gegründet, handelt es sich um einen der ältesten zoologischen Gärten Deutschlands, der in den 20er und 30er Jahren dank niedriger Preise und vielfältiger Attraktionen große Besucherscharen anlockt. Während des Krieges stellt er einen der wenigen Orte dar, die Entspannung und Ablenkung vom tristen Alltag bieten. Erst im Herbst 1944 schließt die in weiten Teilen zerstörte Anlage ihre Tore. Die überlebenden Tiere werden durch die Tierhandlung Ruhe nach Ahlfeld evakuiert. Mutter und Tochter bei einem Winterspaziergang, der sie auch an der Stadthalle vorbeiführt. Der in den 1910er Jahren erbaute, wuchtige Kuppelbau an der Bult ist eine Arbeit der Architekten Paul Bonatz und Friedrich Eugen Scholer. Diese Aufnahmen entstanden wahrscheinlich im Frühjahr 1941 am Rande der Eilenriede, wo sich gegenüber dem Zoogelände die 1935 von August Waterbeck geschaffene Wiesentplastik befindet. Der Frieden, den diese Bilder ausstrahlen, ist nur ein scheinbarer. Am 10. Februar 1941 war Hannover das Ziel des bis dato größten Luftangriffs auf eine deutsche Großstadt. Eine Vorahnung dessen, was noch kommen wird. Zu
Circa zwei Jahre später dreht ein unbekannter Amateur diese Szene. Noch einmal Herrenhausen. Im Hintergrund erkennbar die Fassade des Schlosses, das im Oktober 1943 britischen Fliegerbomben zum Opfer fallen wird. Das neue Rathaus. Eine Mahnwache der Hitlerjugend vor der sogenannten Todesrune, der invertierten Ehlhardts-Rune, die dem Gedenken der bisherigen Luftkriegstoten in Hannover gilt. Während der NS-Staat in den Untergang taumelt, zerfallen unter Brand- und Sprengbomben auch die einstmals stolzen Städte Südhannover-Braunschweigs zu Schutt und Asche. Bei Kriegsende fällt das Gaugebiet bis auf die Harzregion um Braunlage und den Brocken in die britische Besatzungszone. Der Reichsminister und ehemalige Gauleiter Bernhard Rust verübt am 8. Mai 1945, dem Tag der deutschen Kapitulation, in Berne bei Bremen Selbstmord. Der amtierende Gauleiter Hartmann Lauterbacher verlangt noch kurz vor Anrücken der Besatzer erbitterte Gegenwehr von der hannoverschen Bevölkerung. Er selbst setzt sich ab, gerät jedoch in Kriegsgefangenschaft. Sein weiterer Lebensweg wird von undurchsichtigen geheimdienstlichen Aktivitäten in und außerhalb Europas geprägt sein. Im August 1946 wird das ehemalige Gaugebiet Bestandteil des nur kurzlebigen Landes Hannover, aus dem wenig später, am 1. November 1946, das Land Niedersachsen hervorgeht. In seinen 1949 endgültig festgelegten Landesgrenzen existiert Niedersachsen bis heute als eines von 16 deutschen Bundesländern.